Mein Name ist Paula Sostegni. Seit Jahrhunderten lebe ich jetzt undercover, was gar nicht so einfach ist. Denn von Mitternacht bis 8 Uhr morgens verwandle ich mich in die Weihnachtshexe. Eigentlich verwandle ich mich nicht in sie, sondern bin sie. Paula, willst du meine Waffe? Entschuldige bitte. Zu Weihnachten fliege ich auf meinem Besen zu den Kindern und fülle ihre Strümpfe mit Süßem. Wenn sie lieb und artig war. Aber wenn sie frech war, dann gibt's nur Kohle in die Socken. Schön, oder? Naja, vielleicht im Märchen. In Wirklichkeit ist es ein Albtraum. Weil alt sein Mist ist. Rheuma, Arthritis, Rückenschmerzen. Außerdem muss man fit bleiben, sonst kann man all die Geschenke nicht tragen. Und ihn muss ich auch ertragen. Aber könnt ihr mir erklären, warum er in einem Schlitten sitzt, der von Rentieren gezogen wird? Chauvinismus. Frau Lehrerin. Lasst mich los! Lasst mich sofort los! Hier ist niemand. Kommt her, schnell! Oh mein Gott, das ist doch nicht möglich! Fräulein Paola ist die Weihnachtshexe? Jetzt hat die blöde Kuh sich auch noch sehen lassen. Du kannst mit mir machen, was du willst. Nachdem du mich vergessen hattest, hatte ich es sehr was schwer. Was willst du von mir? Wir beginnen jetzt die Operation. Wahnsinn. Weihnachtshexe. Ha! Weil er die Hausaufgaben vergisst hat. Weil er die Hausaufgaben vergessen hat. Werde ich dich verbrennen, wie Julius Caesar Rom verbrannt hat? Nero! Nero. Oh, was ziemliche Wissenslücken.